So, jetzt kommen wir. Morgen, hallo. Ja, guten Morgen, Rüdiger. Guten Morgen, Olaf. Wir machen den zweiten Versuch, weil beim ersten Mal es technisch nicht geklappt hat. Das gebe ich auch gerne zu. Ich freue mich trotzdem. Heute knapp 8 Wochen ist die Bundestagswahl gelaufen. 27. haben wir heute. Am 24.09.17, parallel zur Bundestag damals, wurde in der Direktwahl Rüdiger Hess im Amt bestätigt. 83% der Stimmen. Das ist ja schon mal was. Ne? Das ist ein schönes Ergebnis. Das muss man ja vor allen Dingen im Ergebnis sehen, dass über 70% der Wahlbeteiligung also, mit dabei waren. Wenn, dann will ich gleich klugscheißen. 71,6. So genau wusste ich das nicht. Nein. Ja, schon mal rausgesucht. Das ist natürlich etwas, was einem eine breite Brust verschafft in einer Urwahl, ne? Bei Wahlbeteiligung und Ergebnis. Das ist natürlich sehr schön, wenn über 60% aller Wahlberechtigten einem das Go geben. Dann kann man auch sagen, wir machen für Frankenberg vieles. Und ich hoffe, ich habe noch viele Ideen auch für die Zukunft. Jetzt ist es so, dass man heute als Bürgermeister, als Kommunalpolitiker allgemein, ob Landrat oder Stadtverordneter oder Magistratsmitglied, durch die Verrohung in den sozialen Medien auch immer gleich so ein bisschen unter Beschuss steht. Ja. Das ist Mobbing, das ist direkte Ansprache. Jetzt 2013 war ja zusammen mit der Polizei und Sicherheitskräften Frankenberg eine der Städte, nicht die einzige, aber eine der Städte hier im Kreis, die die Sperrstunde eingeführt haben, das dann in persönlichen Verunglimpfungen bis Besuche im Garten und so auch Mobbing der Familie mit einbezogen hat. Und man muss ja auch sagen, es ist die dritte Amtsperiode. Eine gab es mit Unterbrechung, da gab es dann Mobbing vom Parteifeind. Wie geht man damit um als Kommunalpolitiker? Also zunächst einmal möchte ich Gutes für die Stadt tun, das ist mir wichtig. Das sind mir die 18.300 Menschen wichtig, Einzelinteressen natürlich auch jeweils. Aber am Ende des Tages geht es um die 18.300 Menschen. Und wäre ich Privatperson, würde ich diese Entscheidung nicht treffen. Wäre es das nicht, also geht es um das Bürgermeisteramt. Aber auch als Bürgermeister muss man natürlich für Recht und Gesetz eintreten, das mache ich. Und natürlich auch Menschen schützen. Einmal Anwohner natürlich schützen, aber gerade weil du die Sperrstundenregelung angesprochen hast, da gab es ja jedes Wochenende Schlägereien rings um die Diskotheken Richtung Araltankstelle. Ich will das ansprechen. Da waren diese Problematiken, sodass wir gesagt haben, wir müssen etwas tun in Verbindung mit der Polizei. Das haben wir getan und es hat uns Recht gegeben. Wir haben jetzt vor kurzem wieder eine kleine Evolution gemacht. Wir haben dann gesagt, Evaluation, und wir haben dann gesagt, komm, das ist alles gut. Wir haben ja wieder mehr Freiheit auch gegeben. Es ist ja nicht so, dass wir dann stur und steif sind, sondern wir wollen ja gemeinsam mit den Betreibern, mit der Polizei, mit anderen Konzepte haben, dass wir uns in Frankenberg wohlfühlen, dass wir feiern können, aber auch die Sicherheit da ist. Kommen wir mal ein bisschen jetzt erstmal zum Rüdiger Hess. Der Rüdiger Hess war Berufssoldat. Ja. Ich sage bewusst war, weil er inzwischen Pensionär ist, was die Bundeswehr betrifft. Also eine Reaktivierung ist eher unwahrscheinlich. Im Moment ausgeschlossen. Ja. Hallo. Frankenberg selbst, du bist alter Frankenberger, ist seit 1962 Garnisonsstadt. In Nordhessen haben ganz viele im Zuge der Wiedervereinigung, weil Nordhessen war sehr gut aufgestellt, was Bundeswehr und Garnison betrifft, das hatte da mit dem damaligen Verteidigungskonzept zu tun. Es sind viele Standorte verschwunden. Ja. Frankenberg ist geblieben. Wie froh ist der Bürgermeister und Bundeswehrsoldat Hess? Ja, also zunächst mal will ich noch kurz erläutern. Ich war lange Zeit noch Offizier der Reserve und habe das ja gemacht mit 65. Und so alt bin ich jetzt, das muss ich zugeben, darf ich das halt auch nicht mehr tun. Ich darf die Uniform noch anziehen. Mit dem goldenen Ehrenkreuz der Bundeswehr, das muss ich ja natürlich auch. Aber als Privatperson und nicht als Bürgermeister, das muss ich dann auch deutlich
deutlich sagen und nicht als Uniformierter. Und natürlich bin ich stolz hier in Frankenberg, dass wir weiterhin Garnisonsstadt sind, dass wir Soldaten haben. Und du weißt es, dass ich da auch eine ganz, ganz enge Verbindung zu den Soldaten habe. Ich spreche die Sprache der Soldaten. Wir wissen, um was es geht. Ich kenne auch die Schwierigkeiten aus Einsatzgebieten. Ich war zwar nie im Auslandseinsatz, aber ich weiß, was dort los ist, alleine schon durch Ansprachen. Aber meine Verbindung zur Bundeswehr hat mich natürlich auch als Bürgermeister immer wieder beschäftigt. Einerseits bin ich noch in einem Arbeitskreis der Garnisonsstädte, ist vom Städtetag. Das mache ich auch sehr, sehr gerne, um einfach schon im Vorfeld zu sehen, was kommt vielleicht auf Frankenberg als Garnisonsstadt zu, auf unsere Bundeswehrsoldaten hier oben. Und natürlich freue ich mich nächstes Jahr riesig auf ein Jubiläum. Wir wollen ja Tag der Bundeswehr in Frankenberg feiern, hier in Hessen insgesamt. Da sind wir im Moment am Vorbereiten. Wir wollen 60 Jahre Standort feiern und wir wollen noch 30 Jahre Partnerschaft zwischen der Kaserne, zwischen den Soldaten und der Stadt Frankenberg feiern. Also auch das ist natürlich wieder Motivation für 2022. Philipp Soldatenstadt demonstriert das auch durch die gelbe Schleife, die Verbundenheit mit ihren Soldaten und Soldatinnen, muss man ja heute sagen. Die Frankenberger Kaserne nochmal, das betrifft auch wieder Bürgermeister und Ex-Soldat, ist ja etwas, was quasi so ein Teil der Stadt ist. Sehr viele ehemalige wehrpflichtige Zeitsoldaten oder Berufssoldaten haben ein enges Verhältnis zu Frankenberg, kommen immer wieder oder sind quasi hier geblieben. Das ist einmal für die Stadt wichtig, aber auch für den heimischen Handel und die Wirtschaft. Ne? Klar, das ist ganz, ganz wichtig, denn wir brauchen dieses Zusammenspiel zwischen Streitkräfte und Zivilgesellschaft. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Deshalb habe ich ja auch die Soldaten, die aus Afghanistan, das letzte Kontingent, jetzt Gott sei Dank heil und unbeschert nach Frankenberg kamen, wieder nochmal eingeladen, habe auch sehr deutlich gesagt, und du warst dabei. Ich wurde nicht eingeladen. Das tut mir jetzt leid. Ja, macht ja nichts. Dann war ich jetzt irre, weil wenn andere, okay, das war im Rathaus-Sitzungssaal, das ist dann anders gelaufen. Ist nicht tragisch, also. Nee. Ich kann nur dazu sagen, wichtig war mir auch zu sagen, militärisch haben die Soldaten alles vollständig erledigt. Deshalb kann man da keinen Vorwurf machen. Politisch muss das sicherlich aufgearbeitet werden. Das muss aber an anderer Stelle passieren, nicht mit den Soldaten. Und kann schon wieder dazu sagen, Frankenberger Soldaten waren jetzt schon an der A, auch der Kommandeur, und haben dort sofort wieder Hilfeleistungen gestellt. Also das ist Bundeswehr und Zivilgesellschaft live. Und ich weiß von einem anderen Verband, von der Brigade 37 Sachsen, wo ich vorletztes Wochenende war, dass dort die in Baumholter auf dem Übungsplatz waren. Wegen des Einsatzes dort waren die Rettungskräfte alle weg. Dann sind die Soldaten gleich hinterher, haben angepackt. Also sieht man, Bundeswehr braucht man. Ja. Wir wollen aber auch nicht verhehlen, dass Frankenberg gefallene Soldaten zu beklagen hat, die froh gelaunt und bester Stimmung in Kabul auf dem Heimweg waren und in einem Bus einem Anschlag zum Opfer gefallen sind. Das ist der Nachteil von Krieg. Es gibt auch Tote. Dieser Anschlag ist mir natürlich im Gedächtnis. Es war im Juni 2003, ein Samstag. Ich bekam den Anruf sehr früh von dem damaligen Kommandeur, der mir mitteilte, da kann etwas sein, ich weiß noch nicht genau. Einige Stunden später bekam ich dann diese Information, dass wir gefallene und schwerverletzte und verletzte Soldaten hatten. Wichtig ist mir aber, auch da muss man zusammenstehen wieder, da muss die Stadt mit den Soldaten zusammenstehen und dann müssen wir unsere Aufgaben gemeinsam erledigen. Wir haben einen Gedenkgottesdienst durchgeführt und mir war wichtig, als ich dann wieder Bürgermeister war in 2013, am Volkstrauertag auch dort eine Gedenktafel bei uns in der Friedhofskapelle aufgehängt zu haben, sodass wir jedes Jahr an Volkstrauertag nicht nur der Toten, der Gefallenen im Ersten und Zweiten Weltkrieg
dort gedenken, sondern dass wir auch der Soldaten, die im Einsatz dort verstorben sind. Vielleicht dann noch mal ein Satz zu, wäre es in der heutigen Zeit auch nicht angebracht beim Volkstrauertag? Wir haben sehr viele ehrenamtliche Helfer, Polizei, THW und so weiter, also Polizei nicht ehrenamtlich, denen zu gedenken, ja. Nicht nur den Gefallenen der beiden Weltkriege? Also ich bin ja jedes Jahr dabei, kann ich dazu sagen, und ich weiß auch immer, was ich sage oder was der Landrat sagt. Das wird natürlich gemacht. Ja, ich meine an einer Tafel. Das haben wir bisher noch nicht vorgesehen. Das sind die Gefallenen, die dort sind. Da muss man sicherlich drüber nachdenken. Das ist ja auch immer eine Frage. Weil die engagieren sich ja genauso für die Zivilgesellschaft, für diesen Staat. Ne? Also ich nehme diesen Vorschlag gerne mit auf. Das ist eine Frage, die ich bisher habe ich darüber noch nicht nachgedacht, aber wir lernen ja auch jeden Tag aufs Neue. Aber weil wir gerade bei Ahrweiler Flutkatastrophe sind, auch unsere Region ist mit ca. 100, 120 Liter pro Quadratmeter nicht ganz ungeschoren davon gekommen. Betroffen waren im Nordkreis hauptsächlich Bad Arolsen, Mengeringhausen und hier im Südkreis natürlich wie immer Haubern und Röttenau. Haubern und Röttenau in Frankenberg. Das bringt einen natürlich zu den ehrenamtlichen Helfern. Wie wichtig ist das für eine Zivilgesellschaft, solche Leute zu haben? Wie das THW, das dann ganz schnell mal morgens einen Anruf kriegt und mittags sich von der Familie verabschiedet und ins Ahrtal fährt. Die Feuerwehrfrauen und Männer rundherum hier in Frankenberg, die alle stehen und liegen lassen, weil der Goldbach überläuft oder Haubern die Insel mal wieder absäuft. Ja, also das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also mir tut es zunächst leid, dass es immer noch Hindernisse gibt, dass wir diesen Hochwasserschutz nicht optimal durchführen können. Aber wir leben in einem Rechtsstaat, das muss man anderen auch zugestehen, die ihre persönlichen Dinge dort erledigt haben wollen. Das wird im Moment rechtlich abgearbeitet. Wir wollen das ja durchführen. Geld steht im Haushalt zur Verfügung. Wir brauchen aber Flächenverfügbarkeit. Und ich glaube, wir haben mit den Unwetterereignissen an anderer Stelle gesehen, es kann nicht mehr um Diskussion gehen, Uferrandstreifen 5 oder 10 Meter, sondern wir müssen Renaturierung betreiben. Grundwasser ist eines der wichtigsten Güter, was wir haben, wird gemeinsam mit Frankenau und Vöhlja betrieben, sodass die gesamte Länge, Röttenau ist ein anderes Thema, auch da geht es um Flächenverfügbarkeit. Aber sodass ich im Moment nur sagen muss, ich bin immer froh, wenn die Unwetter an Frankenberg vorbeiziehen. Aber natürlich werden alle Feuerwehren schon in Alarmzustand versetzt, Sandsäcke werden schon vorbereitet. Das passiert auch beim THW, was ja eine Bundeseinheit ist. Aber das passiert harmonisch miteinander. Aber es sind Ehrenamtliche, das muss man mal ganz Ehrenamtliche, die machen eine tolle Arbeit für die Gemeinschaft. Das sage ich ja auch immer wieder, zuletzt als wir die Wahl zum Stadtbrandinspektor haben. Ich bin froh, dass wir 13 einsatzkräftige Wehren haben, die auch gut ausgestattet sind, sodass wir auch dort uns präventiv einerseits beschäftigen. Aber sollte es zu einem Schadensfall kommen, natürlich, egal ob Brand, Wasser, oder Verkehrsunfall, das ist für mich noch dieser schlimmere Bereich, weil auch dort häufig Tote zu beklagen sind dabei. Auch da bin ich natürlich häufig mit bei den Einsätzen draußen als oberster Feuerwehrmann. Also da muss ich auch Flagge zeigen. Zum Hochwasserschutz gehört natürlich auch, und wir sind im waldreichsten Kreis hier in Hessen und sogar bundesweit relativ weit vorne, aber auch der Frankenberger Stadtwald hat gelitten unter Dürre, unter Borkenkäfer. Da ist sicherlich die Rückhaltefähigkeit des Waldes bei Lokalen, und die werden wohl mehr werden, die unvorhersagbaren lokalen Starkregenereignisse, sicherlich auch ein Kostenfaktor im Stadtsektor. Das ist natürlich ein Riesenschaden, den wir dort heute schon haben. Das heißt, wir müssen aber heute den Wald auf die Zukunft vorbereiten. Wir sind ja mittlerweile dabei, nenne einfach mal das Moorprojekt im Burgwald, wo wir als Frankenberger ja auch wieder den Wald umgestalten. Es geht dort relativ gut, denn es gab mal Zeiten, das ist kein Vorwurf, da hat man Wälder ausgetrocknet, um möglichst schnell Hölzer hinzubekommen. So waren ja auch mal die Sparkasse der Städte und Gemeinden. Heute rächt sich das natürlich und wir müssen heute auch drüber nachdenken, welche Bäume pflanzen wir an. Wir haben den Klimawandel, wir haben Erwärmungsdinge. All das muss natürlich für die Zukunft dort berücksichtigt werden, aber wir müssen heute in den Forst investieren. Das haben wir für dieses Jahr im Haushalt auch schon vorgesehen, um unseren Enkeln, Urenkeln
etwas zu gern hinterlassen. 1989 war Hessentag in Frankenberg und es war der erste Hessentag, der nicht quasi ein Trachtenfest der Region Hessens war, sondern eher so ein Rock- und Pop-Festival, sich umgewandelt hat. Jede Menge Besucher, dazu gab es dann natürlich auch Investitionen in der Stadt, die Eder-Berglandhalle. Was auf der anderen Seite natürlich ist, Hessentag hat man nicht jedes Mal, aber die Europäade, das war ja nun ein voll internationaler Erfolg für die Stadt Frankenberg. Ja, also zunächst mal ist der Hessentag ein Erfolg für Frankenberg natürlich gewesen, aber auch wir brauchen grundsätzlich Feste und da bin ich natürlich auch als Präsident des Internationalen und des Deutschen Komitees Emder Bündelung, sage ich da einmal nur, bin ich natürlich auch froh, dass wir in Frankenberg waren. Gerade hat der Stadtrat in Kleibe da entschieden, dass wir 2022 vom 13. bis 17. Juli in Kleibe da die Europäade nach dieser Corona-Zeit wieder durchführen wollen. Dieses Jahr noch mal virtuell Anfang August, muss ich meine Grußworte noch weitergeben, muss ich auch noch eine Videoansprache auch zur Begrüßung und zum Abschied halten. Aber wir wollen die Europäade hier in Frankenberg 94 und natürlich 2019 nicht vergessen. Das waren Erlebnisse für die Stadt und ich weiß, viele Menschen fragen mich, wann kommen wir wieder nach Frankenberg? Ja. Aber wir haben schon genügend Bewerbungen aus anderen Städten, dass wir auch dort die Möglichkeit haben werden, uns entsprechend zu sehen. Eine große Familie, große Freundschaften, die dort sind. Rüdiger, im Rahmen dieser, des Hessentages, aber auch der Europäade ist natürlich extrem viel in Frankenberg investiert worden. Das, was politisch möglich war, möglich ist, wurde, soweit Geld da war, muss man ja immer dazu sagen, umgesetzt. Das ist die Fußgängerzone, ist attraktiver geworden. Die Bahnhofstraße bis hin zum Landratsamtgarten. Der Bahnhofsvorplatz ist toll geworden. Mit dem Gebäude wird sich sicherlich auch noch was ändern. Dann hat der Landkreis Waldeck-Frankenberg den Ostflügel an die Stadt übergeben, sodass man nun mit diesen Eder-Uferstraße, wir sitzen hier im Café Adrana an der Uferstraße und gegenüber ist der Uferpark, schon fast eine Mischung zwischen, ich sag mal, Frankreich und die Ackerbauerstädtchen bis jetzt entstanden ist. Macht einen das stolz? Also es macht mich natürlich stolz. Und wenn ich dann auch mit vielen Menschen mich unterhalte, die sagen, Mensch, schön, dass Sie endlich Frankenberg an der Eder entwickeln, dass wir die Eder mal sehen. Die war ja, und du hast es angesprochen, wir sitzen ja quasi an der Eder. Europäade, kann ich mich noch gut dran erinnern, saß ich auch hier 20 Meter entfernt auf einer Bühne. Und sahen wir gegenüber halt keine Eder. So, wenn wir heute an gleicher Stelle stehen würden, sehen wir die Eder. Wir sahen eine Leitplanke, war immer Bundesstraße. Wir haben diese Uferstraße niedriger gelegt, sodass man mit Freude auch dorthin kommen kann. Gerade im Moment aktuell nochmal Trachtwerk, diese Ausstellung, die wir vor 2 Jahren auch hatten. Also all das sind Erlebnisse, wo man einerseits Menschen mitnehmen kann, Stadt entwickeln. Es gehört ja beides zusammen, die Soft Skills, aber auch die Hard Faktoren, die wir einfach brauchen. Und das macht mich natürlich außerordentlich stolz. Ja, auf der Agenda steht aber auch noch die Altstadt, die Entwicklung. Denn Frankenberg funktioniert eigentlich nur in beiden Richtungen, ne? Die Altstadt und die Eder. Frankenberg ist fahrradfahrerfreundlicher geworden. Inzwischen sind die Radwege ja nach Frankenberg hineingeholt worden und nicht mehr drumherum geleitet worden. Da fehlt aber allerdings noch so ein bisschen Infrastruktur. Ne? Wir haben, wie gesagt, wir sitzen hier im Café Adrana, dem alten lateinischen Namen der Eder. Aber ich sag mal, so für der Radfahrer, vielleicht auch die Kaffeebude im Landratsamtsgarten, die Mobile oder sowas. Ja. Das müssten doch so, ich sag mal, pfiffige Unternehmer von sich aus die Potenziale entdecken. Ich will mit dem Oberuntermarkt anfangen, weil das der Altstadtbereich ja ist. Wir sind ja hier unten in der Neustadt an der Eder. Und der Altstadtbereich, das liegt an einem Förderprogramm, was wir dort haben. Im Augenblick sind wir an den Vorplanungen für den Umbau Oberuntermarkt. Der ist halt auch in die Jahre gekommen.
kommen. Dort wollen wir Neugestaltung machen. Das wird im Moment fachlich vorbereitet, um es dann auch in den politischen Kreislauf zu geben, umzusetzen bis 2024. So lange dauert das Förderprogramm noch. Und das war auch mit Wiesbaden abgestimmt. Und natürlich brauchen wir aktive Unternehmer, sowohl hier an der Eder als auch am Obermarkt. Und das, was mich freuen würde, dass wir endlich mal eine Gaststätte bekommen würden, wo wir auch eine ganze Busladung hinbekommen. Ja. Denn das fehlt ja in Frankenberg. Dass Menschen mit einem Bus hierher kommen, die Stadt attraktiv finden und auch dann gemeinsam Mittag essen können zum Beispiel. Ja, oder Kaffee trinken, gut, das geht ja hier im Adrana, aber dann ist schon, wird schon eng. Ja, Frankenberg ist oder war immer ein bisschen speziell. Und es gab mal einen Film, Der deutsche Kleinstädter, ja, von Thomas Galer, 1968 und 1969 gab es natürlich heftige Reaktionen zu dem Film, hat allerdings auch den Grimme-Preis gekriegt. Jetzt, wenn ich zu unserem Sommerloch-Thema komme, dann kommt dir dieser Film immer in den Sinn, das ist nämlich der Pfingstmarkt. Ja. Ja, seit 60 Jahren wird der von einem Veranstalter, also Magistrat ist Veranstalter, muss man dazu sagen, aber seit 60 Jahren wird die Veranstaltung organisiert und gemanagt von der Familie Wagner. Max Wagner hat bei einer Pressekonferenz gesagt, der Pfingstmarkt ist das, was wir und die Stadt Frankenberg in den 60 Jahren aus dem Pfingstmarkt gemacht haben. Nun gibt es Parteien, die prüfen wollen, ob der Magistrat das in Zukunft nicht selber machen kann. Also das ist zunächst ein Ansatz, das kann man machen. Ich weiß nur aus eigener Erfahrung, und du weißt, ich war einmal erster Stadtrat in der Stadt Homberg-Efze, Kreisstadt im Schwalm-Eder-Kreis. Die hatten ein Riesenvolksfest am Stellberg. Dieses Volksfest wurde auch von Profis durchgeführt, natürlich mit der Stadt. Am Ende gab es auch eine Veränderung, die Stadt sollte es machen, es wurde teurer. Und ich muss dazu sagen, leider gibt es dieses Volksfest am Stellberg nicht mehr. Das tut mir außerordentlich leid. Wir als Stadt sind nicht in der Lage, mit Schaustellern so zu sprechen, wie es erforderlich ist, dass man ein solches Volksfest auf die Beine stellen kann. Wir haben die Kontakte überhaupt nicht, kann man sagen, das stellt man auf. Also meine Befürchtung ist einerseits, dass dieser Pfingstmarkt massiv leiden würde, wenn die Stadtverwaltung dieses machen muss. Aber man muss auch wissen, es kostet einerseits mehr Geld. Das ist etwas, und wer die hessische Gemeindeordnung kennt, und der Pfingstmarkt ist keine Pflichtaufgabe der Stadt wie Straßenreinigung oder Müll und so weiter. Das kann die Stadt jederzeit machen, da braucht sie keinen Privaten, aber nach dem Paragraph 121 der hessischen Gemeindeordnung ist dieses überhaupt nicht zulässig. Das habe ich der Stadtverordnetenversammlung, den Fraktionen mittlerweile mitgeteilt, sodass ich mich natürlich freue, dass wir nächstes Jahr mit den bewährten Profis an der Seite, mit freudigen Schaustellern wieder ein Riesen-Event in Frankenberg haben werden und hoffe natürlich auch auf vernünftiges Wetter für den Pfingstmarkt, sodass dann möglichst viele Gäste wieder hierher kommen. Das kennen wir ja, Freitag regnet. Nun ist im Alltagsleben eines Bürgermeisters ein Prüfantrag jederzeit möglich. Ja. Das ist also auch nichts Ehrenrühriges. Da wird also aber auch zum Teil mit argumentiert, wenn man mit Leuten spricht, naja, die Stadt hat auch die Europäade organisiert. Das ist ja nicht so. Also man muss ganz ehrlich sagen, die Europäade ist natürlich wie beim Pfingstmarkt, den äußeren Rahmen bildet die Stadt. Das macht die Stadtverwaltung auch beim Pfingstmarkt. Und vielleicht haben sich auch einige dort verschaut, weil ich komme wieder auf die Ämterbündelung. Ich war ja dort 2019 und zuvor und bin es ja heute auch noch Präsident des Internationalen und Deutschen Komitees. Aber natürlich habe ich dort mehrere Hüte aufgehabt und vielleicht, dass man meint, das macht alles die Stadtverwaltung. Nein, bei der Europäade ist es genauso. Den inneren Rahmen, die ganze Regie, die ganzen Auftritte und so weiter organisiert das Internationale Komitee. Also das kann ich insoweit, will ich die
eins wollen bestätigen, weil wir haben unsere Akkreditierung von netten belgischen Damen bekommen, unsere Westen und. Da war kein städtischer Mitarbeiter so ist dabei. Das. Ja, wir haben letztendlich die Tüten ausgegeben, die von der Stadt kamen, wo dieser Becher dabei war weiter. Das kam von der Stadt. Ja. Aber den äußeren Rahmen macht die Stadt. Das machen wir beim Pfingstmarkt, machen wir bei der Europäade. Aber den inneren Ablauf, das müssen Profis tun. Man hat auf Facebook eine Leserin. Das ist nun der Nachteil von Facebook. Ob es der echte Name ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt sein. Wie viel Geld bezahlt denn die Familie Wagner dem Bürgermeister, damit er den Pfingstmarkt weiter an Wagner macht? Nun muss man ja bei allen Möglichkeiten, die ein Bürgermeister hat, irgendwo sind seine Grenzen, denn letztendlich entscheidet das nicht ein Bürgermeister, sondern der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung, wer was macht. Ja, also ich kann ganz offen dazu sagen, ich bekomme null dafür. Ich bezahle mein Geld, wenn ich dort mit meinen Enkelkindern fahre. Ich fahre den Donnerstagabend mal kostenfrei, muss ich dazu sagen, wenn wir den Pfingstmarkt offiziell abnehmen. Das ist etwas, da fahre ich einmal kostenfrei, bezahle mein Bier, bezahle die Getränke, bezahle meine Bratwurst. Also, wie gesagt, mir geht es eigentlich darum, da fehlt auch die Verteilung der Machtverhältnisse, in dem ein Bürgermeister zwar immer den Hals und Kopf hinhält, aber letztendlich solche Entscheidungen ja nicht der Bürgermeister fällt. Ja, sondern das macht die Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat an der Stelle. Gut, dann haben wir das Sommerloch-Thema abgehandelt. Wobei ich vielleicht noch sagen muss, es gibt ganz viele Stimmen in Frankenberg, die also von diesem Prüfantrag relativ enttäuscht waren und sprechen vom Machtmissbrauch und Gott weiß was. Deswegen sollten sich vielleicht politische Parteien vorher überlegen, was sie machen oder in welcher Form sie es machen. Gilt aber auch in anderen Bereichen an der Stelle. So. Frankenberg ist Modellstadt. Im Bereich Familie und Beruf zum Beispiel, Work-Life-Balance. Wie wichtig ist es an der Stelle Familie, Beruf, eine familienfreundliche Stadt zu sein? Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Dieses Modellprojekt ist ja ausgelaufen, wo es ja viel Geld gab. Trotzdem haben wir versucht, als es dann entsprechend ausgelaufen war, dieses Projekt auch weiterzuführen. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir auch Geld entsprechend städtisch zur Verfügung stellen. Wir machen eine gute Jugendarbeit. Wir bauen jetzt gerade wieder in dem Neubaugebiet Bockental, Marburger Straße, bauen wir wieder ein Familienzentrum, 5 Gruppen für junge Kinder, die dort entsprechend dann auch betreut und für die Zukunft vorbereitet werden können. Aber es gehört natürlich auch dazu, Familienfreundlichkeit unserer Seniorinnen und Senioren. Und da bin ich natürlich auch sehr stolz, dass ich gleich in 98 mit den Frankenbergern Senioren vorbereitet habe. Den Seniorenbeirat, den hatte ich aus Homberg schon erlebt und das haben wir hier in Frankenberg umgesetzt. Denn zu einer Stadt gehört jeder. Egal, ob gerade auf die Welt gekommen oder Menschen schon im Pensions- oder Rentenalter. Einfach eine fröhliche Stadt, die miteinander lebt, die die Zukunft gestalten möchte. Und da möchte ich mich als Bürgermeister weiter einsetzen. Du hast es angesprochen, Bauplätze, die sind ausgewiesen, noch nicht richtig. Oder ich sag mal so, das Gerücht macht die Runde und dann rufen die Ersten schon bei der Stadt an und versuchen, sich einen Bauplatz zu angeln. Also das Bauland reicht eigentlich nicht rund um Frankenberg. Die Stadt selber am Berg oder so ist begrenzt mit Möglichkeiten, eher sich zu erweitern. Das ist ja nun ein Fund, wo man sagt, hier junge Familien, die sich hier niederlassen, denn wer sich heute eine 500.000 auf den Buckel schnallt, der zieht morgen nicht weg. Das fordert aber auch von der Stadt ständig Überlegungen. Zum Beispiel Nahverkehr muss ja geändert werden, die Wege werden weiter. Ja, also das sind natürlich Themen, die wir immer haben. Einerseits ist es natürlich wichtig, wenn ich noch sehe, wie schleppend Bockental 1 und 2 verkauft wurden, dort die Grundstücke.
Und dann haben wir die dynamische Entwicklung auch zu meiner Zeit speziell seit 2012 wieder in Frankenberg in Gang gebracht. Und nun sieht man, die Menschen finden Frankenberg schön, kommen nach Frankenberg als Gäste, bleiben vielleicht auch hier, gerade was Fach- und Führungskräfte angeht, die wollen bauen. Und deshalb haben wir Bockenthal 3 und Bockenthal 4 ja, schnellstens verkauft bekommen, sind dann weitergegangen, Marburger Straße, 150 Bauplätze, die wir dort erschließen, und wir haben so viel Druck, dass wir einfach jetzt dieses Jahr natürlich schon bauen, nächstes Jahr die ersten Häuser entstehen werden, aber das komplette Gebiet muss dann nächstes Jahr im Haushalt eingestellt werden, sodass auch dort die Erschließung durchgeführt werden kann, denn wir haben rund 240 Anmeldungen, das muss ich immer wieder dazu sagen, also da wird nicht jeder kommen natürlich, das sind auch Doppelanmeldungen, aber wir hoffen natürlich, dass wir diesen Menschen alle hier in Frankenberg eine Zukunft geben können, den Zuzug brauchen wir, und da komme ich zu einem Thema: Die Menschen wollen heute mobiles Arbeiten, auch nicht mehr unbedingt in einer Großstadt leben. Und da müssen wir uns darauf vorbereiten, um noch mehr Menschen hier anzusiedeln, die hier in Frankenberg sich wohlfühlen können. Man muss natürlich dazu sagen, wir haben im Umkreis, oder Frankenberg hat im Umkreis von 20 Kilometer äußerst attraktive Arbeitgeber, oft Hightech-Firmen, aber auch viele Klein- und Mittelständler, die zum Teil weltweit agieren, und insoweit ist Frankenberg ja doch gut aufgestellt. Was einem auffällt, ist, dass seit 3-4 Jahren immer mehr kulturelle Veranstaltungen, die früher, ich sag mal, in Fritzlar, in Melsungen, vielleicht auch in Korbach oder Arnstadt stattgefunden haben, immer mehr kulturelle Veranstaltungen auch in den Landratsamtsgarten, ja, oder nicht nur früher war es der Burgberg mit der Theatergruppe, auch immer mehr nach Frankenberg kommen. Ja. Ich erinnere jetzt hier am 31. glaube ich, Kindertheater im Landratsamtsgarten, ja, Schneeweißchen und Rosenrot, wobei ich schon überlegt habe, das heute veröffentlicht, ob man Hinterlistiger Zwerg in der heutigen Zeit noch schreiben kann oder unpolitischer, zu kleinwüchsiger oder sowas. Ja, das ist natürlich, das sind so die Folgen, die von Europäade kommen, die von der ganzen Änderung des Stadtbildes kommen. Aber die Stadt ist auch offener geworden, ne? Die Leute sind anders geworden. Ja, wir müssen Angebote machen natürlich. Die Europäade war natürlich nochmal ein Schlüsselerlebnis, ja, für die Frankenberger. Und ich weiß, da gab es auch Leute, ich habe ein Erlebnis vor Augen, das möchte ich auch berichten. Dort kam eine recht attraktive Frau auf mich zu bei einer anderen Veranstaltung, stellte sich vor mich und sagte, das war eine tolle Veranstaltung. Das freut mich richtig. Dann sagte sie, eigentlich habe ich ja mit Trachten, mit Volksmusik und Volkstanz überhaupt nichts zu tun. Ich habe gedacht, was soll dieser Unsinn? Ja. Aber sie hat gesagt, ich war jeden Abend, jede Nacht dort, habe mich mit den europäischen Freunden verständigt, und sie hat auch heute noch intensive Verbindungen. Macht sie Facebook, da macht das wieder möglich. Facebook, Instagram, immer. Und so ist ja vielen ergangen. Also wir brauchen diese lebendige Stadt. Ja. Ich will es einfach mal so sagen. Und das war ja Auslöser einmal dieser Live-Treff, den kennst du auch. Ja. Aber auch da haben wir wieder Profis dabei. Ja. Auch das kann eine Stadt nicht. Ja, das müssen wir Profis dabei haben, und die machen das genauso gut wie die Familie Wagner, Europäade, all das, was dahinter steckt. Und so haben wir natürlich uns auch bei dem Kultursommer Nordhessen eingebracht. Das mache ich auch ganz persönlich, dass ich sage, bitte kommt nach Frankenberg. Oder jetzt die Ausstellung mit diesen Cartoons im Kloster Innenhof, das finde ich einfach toll. Oder die Ausstellung, die wir mit Trachtwerk nochmal haben. Auch da sprechen mich die Menschen. Das sind ja manchmal nur Kleinigkeiten, das kostet nicht viel etwas. Mhm. Wir machen mit seit Jahren schon bei Ab in die Mitte. Das ist ja auch immer ein Erfolg für Frankenberg, wo wir dann auch Preise gewinnen. Aber jeder, der mich kennt, ich gehe natürlich auch zu diesen Veranstaltungen hin. Ich lasse nicht nur vorbereiten, sondern bin dort und neulich bei German Gens im Kloster Innenhof. Da sage ich, wow, das ist einfach etwas, und so müssen wir weiter die Stadt entwickeln. Einmal die harten Faktoren, aber auch die vielen weichen Faktoren. Menschen wollen feiern. Nichtsdestotrotz, die Fußgängerzone dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Das liegt nicht, oder nachdem das Pflaster endlich begehbar geworden ist. Ja, manchmal bin ich, tut mir leid, du kennst mich. Fehlt es doch so ein bisschen an
ich sag mal, es fängt schon damit an, dass es die Vereinigung der Kaufleute nicht schafft, eine einigermaßen einheitliche Öffnungszeit hinzubekommen, dass also Besucher der Stadt, ich sag mal, bei einem Eisenwarenhändler, der international bekannt ist, kann man ja sagen, was holen und dann in die Fußgängerzone gehen und eigentlich immer bei der Bäckerei stehen bleiben, weil es da einen Kaffee gibt und der Rest ist zu. Da kann man natürlich als Bürgermeister immer drauf hinarbeiten, aber letztendlich ist es ja eine Sache von Gewerbe und Handel, sich selbst da nicht so das Wasser abzugraben. Ne? Ja, also das stimmt, ich kann dir da nur zustimmen. Wir haben die äußeren Rahmenbedingungen wieder geschaffen, jetzt brauchen wir die Profis, die dort natürlich das Einkaufserlebnis vorbereiten und gestalten. Natürlich waren die letzten anderthalb Jahre schwierig für die Kaufleute und wir hoffen, dass wir für die nächsten Jahre auch vieles wieder vorbereiten. Wir wollen wieder das Maistadtfest der Kaufleute haben. Wir wollen wieder das Herbststadtfest unserer Kaufleute haben. Aber das ist natürlich nicht alles, wie du das sagst, einheitliche Öffnungszeiten. Aber da spreche ich auch mit den Menschen, mit den Kaufleuten, mit dem KVF, speziell mit dem Vorsitzenden. Aber da kann ich natürlich nichts machen, nein. Ja, man kann aber, ich sag mal, das sind ja Dinge, die kommen aus der Bevölkerung, mit wem man spricht, sagt er, ja, wäre ganz schön. Das kann man ja immer so weitertragen. Ja, das ist wichtig. Ich sag mal, wenn Lieschen Müller sowas sagt, dann sagt sie das halt. Wenn Rüdiger Hess sowas sagt, dann ist das der Bürgermeister. Ja, ja. Und hier haben viele Bürger mich darauf angesprochen. Ja. Ja. Wie kann man das denn besser machen? Was unheimlich gut war und bei vielen gut angekommen ist, war ja dieser, dass auch im Rahmen der Modellstadt Familienfreundlichkeit diese Kinderbetreuung beim Einkaufen war. Gut, das ist mit Auslaufen des Modells natürlich auch weg gewesen. Aber nichtsdestotrotz, Frankenberg steht nicht still und wer Frankenberg kennt von früher und heute, der muss sagen, die Entwicklung, die dieses Ackerbauerstädtchen genommen hat, so hieß es ja mal, ist ja schon enorm. Was dazu kommt, auch im Zug für junge Familien, ein großes Bildungsangebot. Ja. Ja. Also was natürlich ganz, ganz toll ist für Frankenberg und da kann ich der Industrie noch vielen herzlichen Dank sagen, denn das können wir Politiker ja auch nicht alleine machen, dass wir dort auch die Technische Hochschule Mittelhessen hier nach Frankenberg bekommen haben. Da bin ich auch dem Landkreis mit seinem Landrat außerordentlich dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, dass Menschen hier ihren Bachelor machen können, dass die ihren Master mittlerweile machen können und damit natürlich auch hier bleiben. Aber ich weiß auch, und das bekomme ich mit diesen Menschen mit, die dann Baugrundstücke suchen, die mich dann anschreiben und sagen, Herr Bürgermeister, wir sind weggegangen, weil wir studieren wollten, aber jetzt wollen wir in unsere Stadt zurück, die ist ja so richtig schön geworden. Da habe ich etliche Briefe und Mails schon bekommen, da bin ich natürlich außerordentlich dankbar. Dann lassen wir die jungen Menschen mal in die große, weite Welt gehen, wenn sie dann zurückkommen und du hast es angesprochen, tolle Unternehmen, die wir haben, die brauchen Fach- und Führungskräfte, die natürlich auch, um international bestehen zu können, auch entsprechend mit dem akademischen Hintergrund. Und teilweise machen das die Unternehmen mit der Technischen Hochschule selbst, was ich außerordentlich toll finde. Und ich sage immer wieder, was für mich am schönsten ist, wenn die jungen Abiturienten kommen, gerade beim Bachelor, die dann immer noch sehr vorsichtig sind. Die sind aber nach 3 Jahren, 3,5 Jahren, sind das gestandene Persönlichkeiten und das macht mich stolz. Jetzt ist ja nicht nur die THM, Technische Hochschule Mittelhessen, sondern ein Gymnasium, das einen sehr weiten Einzugsbereich hat. Die wissen eigentlich am Beginn der Schule erst gar nicht, wo sie die Schülerinnen und Schüler da unterbringen sollen. Eine sehr gute Mittelschule, also Realschule, kaufmännische Schulen, Wirtschaftsfachschulen, Hans-Wissmann-Schule. Dazu darf man nie vergessen, auch für praktisch Bildbare, für weniger handwerklich Begabte und geistig Begabte. Frankenberg war, glaube ich, einer der ersten Städte, mit die einen integrativen Kindergarten damals hatten. Also wo die Inklusion ist schon ein sehr langes Thema. Dazu hat Frankenberg ja auch relativ früh
Flüchtlinge aufgenommen. Ja. Und die heute zum Teil sehr gut integriert sind, die im Naturschutz mitarbeiten, die also überall mitarbeiten. Wie wird es weitergehen mit Frankenberg? Die Amtsperiode von Rüdiger Hess ist ja nun überschaubar. wann die sich zu Ende neigt. Und du weißt, dass wir immer versuchen, alles Mögliche rauszulocken, aber die Überraschung behältst du dir vor? Also zunächst einmal wollte ich die anderen Bildungsangebote nicht verschweigen. Nee, ist klar, ist die klar. Sind natürlich toll, die wir hier haben. Da ist für jeden etwas dabei und gerade das Gymnasium ist natürlich mit seiner musischen Ausbildung oder jetzt weitergehend noch im Bereich des ganzen Naturschutzes wollen die noch viel mehr machen. Oder auch die Hans-Fissmann-Schule, die du ansprachst, Grundschulen, die wir dort überall haben, auch Gott sei Dank noch in Stadtteilen haben. Das muss ich natürlich auch als Bürgermeister sagen. Da setze ich mich auch ganz, ganz persönlich für ein. Aber natürlich, ja, ich habe es vorhin gesagt, ich bin 65, bin voller Tatenkraft, muss ich dazu sagen. Man darf ja als Bürgermeister in Hessen auch über das 65. Lebensjahr hinaus sich nochmal wählen lassen. Es gibt keine Altersbegrenzung mehr, aber die Überraschung lasse ich mir wirklich offen. Ich fühle mich wohl in Frankenberg, freue mich mit den Bürgerinnen und Bürgern, die mich zu einem großen Teil gewählt haben, und die anderen hoffe ich weiter zu überzeugen. Ja, auf der anderen Seite hast du natürlich auch Enkelkinder, die viel von ihrem Opa haben möchten, und das Schöne ist, im Gegensatz zu den eigenen Kindern, Enkelkinder kann man wieder abgeben. Okay, da sprichst du etwas an. Ich habe ja 4 Enkelkinder, bin ich sehr stolz. Gerade gestern habe ich noch aus 2020 einen Tag Urlaub gemacht, um den beiden Jungs meiner Tochter ein Stelzenhaus und Baumhaus aufzubauen. Da habe ich mich körperlich nicht nur versucht, sondern das sieht schon gut aus. Mir macht das einfach Freude und ich bekomme ja viele Sachen persönlich hintereinander. Sowohl Familie, du weißt, auch meine Frau sitzt im Rollstuhl. Auch das ist natürlich Belastung, aber auch natürlich Herausforderung für mich, und ich lasse in meinem Amt nicht nach, das kann ich dazu sagen, bleibe aber dabei, dass ich mich zu gegebener Zeit dazu äußere, was ich machen werde, aber noch einmal ganz deutlich gesagt, mir macht die Arbeit hier mächtig Spaß, ich freue mich auf diese Stadt und die Zukunftsentwicklung unserer Stadt. Was steht denn noch auf der Agenda? Eder-Berglandhalle wurde damals 1989 im Zuge des Hessentages gebaut, ist in die Jahre gekommen. Wir haben ein Schwimmbad, das kein Spaßbad ist, aber ganz wichtig ist an der Stelle. Wir haben das schöne Teichgelände, wo alle 2 Jahre immer ein Lichterfest stattgefunden hat und wahrscheinlich wieder stattfinden wird. Pfingstmarkt hatten wir schon, nee, das Wort nehme ich nicht mehr im Mund. Den gibt es aber. Ja, den wird es wieder weitergeben. Und was steht denn noch auf der Agenda? Ich sage jetzt erstmal für den Rest dieser Amtsperiode. Ja, also wir haben ja viele Sachen noch. Du hast vorhin den Bahnhof angesprochen, was sich ja mal zum Ärztehaus entwickeln wollte. Leider hat das nicht funktioniert. Wir werden dort jetzt ein Kulturzentrum machen, das einerseits die Bücherei dort hineinkommt, ist ja im Moment nicht barrierefrei erreichbar. Das tut mir auch etwas leid. Steinhaus. Das Steinhaus dort. Wir wollen das auch in den Bahnhof hinein machen, aber ich freue mich natürlich ganz besonders, dass die Musikschule dann endlich mal eine feste Bleibe bekommt. Die wird auch in den Bahnhof gehen, das ist schon abgestimmt. Im Augenblick liegt es daran, die Baupreise. Ja, und Baustoffe. So, dass wir schieben natürlich im Augenblick dann auf 22, Gelder sind da. Wir haben den Feuerwehrstützpunkt, der unbedingt gemacht werden muss. Auch dort wollten wir dieses Jahr schon beginnen, aber aus dem Grund noch nicht begonnen haben, wie soeben gesagt. Die Eder-Berglandhalle läuft im Augenblick. Da müssen wir natürlich wieder mehr Veranstaltungen hineinbekommen, auch Tagungen hineinbekommen. Das gastronomische Angebot muss wieder stimmen. Die Gastronomie wird wieder geben dort. Und ich habe die ersten Ausbaupläne schon gesehen. Ähnlich schick wie hier, sage ich mal, modern. Und das ist mir auch ganz wichtig. Im Moment natürlich eher Rohbau, der wieder aufgebaut wird, aber die Gastronomie soll dieses Jahr zum Weihnachtsgeschäft schon wieder laufen. Ja. Dann wird die Halle noch nicht fertig sein, aber dort läuft das planmäßig im Augenblick, auch mit Verzögerung, weil wir plötzlich wieder Wasser im Keller feststellten. Das sind halt Themen bei einem Bestandsobjekt dabei. Oberuntermarkt habe ich schon angesprochen. Da gehört aber auch das Stadthaus dazu? Das Stadthaus im Augenblick nicht. Nicht mehr, natürlich, aber es war muss mal da Thema, etwas sein. Ne? Natürlich war es Thema, ging ja mal um ein 3-Sterne-Haus in Frankenberg. Auch das ist
nicht vom Tisch, aber wer weiß wo, da müssen wir viele Abstimmungen natürlich treffen. Und natürlich, wir haben ja beim Stadtradeln gesehen, die Frankenberger haben mit E-Bikes mittlerweile keine Probleme mehr mit den Bergen. Und so wollen wir natürlich auch beginnend mit der Vorbereitung auf eine mögliche Landesgartenschau weiter. Stimmt, die ist ja an Frankenberg vorbeigegangen. Aber wir werden die Maßnahmen weiter begleiten. Teichgelände muss aktiviert werden, auch in Richtung eines möglichen weiteren Baugebietes, was wir dort ganz gerne erschließen möchten. Aber natürlich auch innerhalb der Eder oder die Stadtteile an Frankenberg noch besser anzubinden. Das können wir halt mit guten Fahrradnetzen tun, dass die Menschen dann abends mal sagen, Mensch, ich fahre mal von Viermünden nach Frankenberg und trinke mal ein Bier, oder ich fahre von Frankenberg nach Viermünden, dort zu Thiele hin und trinke mal ein Glas Bier, esse was, unterhalte mich nett. Aber auch die Anbindung Ederdorf für die Walddörfer ist natürlich ganz wichtig. Da haben wir jetzt eine Einigung erreicht, dass wir dort ungefähr gegenüber Zufahrt Krankenhaus einen Brückenschlag rüber bekommen. Ich hoffe, das geht auch in der Plangenehmigung so weiter, dass wir diese dann bekommen, um die Verkehre dann, Alltagsverkehre mit dem Radl erledigen. Ja gut, das ist ja noch, also wir haben noch vieles einer, vor. Von einer Stadt, die auf der einen Seite einen Berg hat und auf der anderen Seite einen Fluss, dass man an zwei, quasi der ganze Verkehr auf die andere Seite über zwei Engstellen, nämlich die Brücken, gehen muss, und man könnte das durchaus für Fußgänger und Radfahrer entzerren. Dazu kommt noch eins, dass die Reaktivierung der Bahnstrecke Korbach-Marburg, also quasi Korbach-Frankenberg, ein Glücksfall für Frankenberg? Das ist ein Glücksfall für Frankenberg. Es gab ja die Ängste, wie lange muss ich an einem Bahngleis stehen bleiben? Ja, ich habe eine Verzögerung von 2 Minuten ungefähr, wenn die Schranke mal runtergeht. Aber wir haben die Verkehre mittlerweile so gelenkt, dass das selbst bei diesen vielen Baustellen immer noch gut funktionierte in Frankenberg. Und ich kann nur dazu sagen, wenn man mal selbst nach Willing, und da bin ich mit dem Zug schon hingefahren, wenn man dort mal fährt, was ist es so schön und entspannt, durch die Ederauen durchzufahren, die Natur zu erleben, sich zu unterhalten, nicht auf Verkehre zu achten. Ich kann nur immer wieder dazu sagen, ein Glücksfall für Frankenberg. Ja, Rüdiger, das war unser Sommergespräch, das zweite. Aber inhaltlich genau wie das erste. Dazu gekommen war das Sommerloch-Thema Pfingstmarkt an der Stelle, das nach meiner Einschätzung noch lange nicht zu Ende ist, denn die Initiatoren des Prüfantrags werden auch noch außer Deckung kommen. Ja, ich danke dir erstmal für das Gespräch und die Zeit fürs zweite Mal. Und ich denke, wir werden uns ja auf vielen Veranstaltungen sehen, die positiv für Frankenberg sind. Wir sehen uns sicherlich auf viele, vielen Seiten noch, die Frankenberg vorhat, was wir alles vorhaben. Ich kann an dieser Stelle nur noch mal sagen, wir haben Corona noch nicht überwunden. Das erzähle ich auch immer an anderer Stelle, möchte es auch hier tun. Wir müssen Abstände halten. Wir müssen natürlich auch Kontaktbeschränkungen weiter haben. Wir merken, die Inzidenzien geht hoch. Ich freue mich, mit Ihnen, meine Damen und Herren, Frankenberg weiter zu gestalten. Bleiben Sie gesund und munter und nehmen Sie am Stadtleben Frankenbergs teil. Dankeschön. Dankeschön.